Wie ist das Feuer entstanden? Er beschreibt einen Halbkreis über seinem Herzen. Ein Mann hat es entfacht. Eine Bestie. Ein Mann, den sogar die Scheusale bewundern. Wer? Die Geschichte eines Zauberers voller Wahnsinn, Traurigkeit, Feuer und Verlangen. Ich erzähle dir die Geschichte, aber dafür will ich 3 Kupfermünzen sehen, zischt er. Das Geräusch erinnert dich an Flammen, an lodernde Flammen. Eine gefährliche Geschichte. Eine gefährliche Geschichte. Wie du meinst, eine Geschichte können wir noch hören. Es war einmal ein Zauberer, nicht einer dieser Heckenzauberer, sondern ein Meister seiner Kunst. Übelwind faltete seine Hände ehrerbietig zusammen und grinst böse. Er verbrannte mit seiner Kunst und die Kunst verbrannte mit ihm. Er war unter dem Namen Ignus bekannt. Ein Name, den man erst respektierte, dann fürchtete, hasste und bestrafte. Übelwind keucht. Dann greift er mit den Händen in die Luft und zischt, offensichtlich um Ignus nachzuahmen. Ignus war der Lehrling eines der letzten großen Meister und er hatte als solcher großes Wissen erlangt und doch nichts dazugelernt. Übelwind schüttelt traurig den Kopf. In seinem Herzen, seinem kohlrabenschwarzen Herzen, wütete ein Feuer. Die Flammen loderten und loderten. Sie wollten immer mehr verschlingen. Übelwind fasst sich in einem Ausdruck von Schmerz an die Brust. Und auch Ignus wollte immer mehr. Er wollte die Ebenen brennen sehen. Eines Nachts, gebückt, bewegt sich Übelwind auf die Gasse zu und grinst dabei wie ein Wahnsinniger. Ignus kam in die Straße, die heute die Gasse der gefährlichen Ecken heißt, und er ließ das Feuer in seinen Augen und in seinem Herzen um sich greifen. Übelwind zeigt auf die Straße, reißt die Arme empor, weint und lacht zugleich. Alles Fleisch zerlief wie Wachs, Menschen schmolzen dahin wie Kerzen und Ignus lachte und lachte. Übelwind lässt sich zu Boden sinken. Sein Körper zuckt vor imaginären Schmerzen. Böses, böses war geschehen und wird nie mehr vergessen. Er steht auf, macht einen Buckel, schaut nach links und rechts und beginnt zu murmeln, als würde er sich heimlich mit jemandem unterhalten. Etwas musste getan werden, getan werden. Er steht hölzern und mit entschlossener Miene auf. Es wurde beschlossen, ihn zu bestrafen. Heckenzauberer, weise Frauen, Runenleser, andere Zauberer und auch solche, die von der Kunst keine Ahnung hatten, kamen zusammen, um Ignus zu bestrafen. Jeder für sich gesehen war so klein wie eine Fliege, sagte er mit einem summenden Geräusch. Doch zusammen waren sie stark, gefährlich. Er summt und erhebt seine Hand. Sie stappten Ignus, erfüllten seinen Wunsch. Er wirbelte mit seinen Händen herum, als würde er einen Zauber aussprechen. Er wollte Feuer, er bekam Feuer. Sie benutzten sein eigenes Verlangen, um den Zauberfeuer zu nähren. Sie verwandelten seinen Körper in einen Durchgang zur Feuerebene. Sie wollten ihn töten, töten. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Doch sie scheiterten. Übelwind lässt erneut einen fahren, als wolle er das Versagen der Zauberer unterstreichen. Ignus überlebte. Er schlief nur ein unter der Feuerdecke. Er war glücklich wie nie zuvor. Er schließt die Augen, umschlingt sich mit seinen Armen und dreht sich langsam um. Er brannte. Plötzlich reißt er die Augen auf. Eines Tages wird er aufwachen und die Ebenen werden brennen. Also dieser Übelwind hat sehr interessante Geschichten, die werden uns bestimmt noch weiterhelfen. Aber wir sollten nicht alle auf einmal hören, sonst haben wir zu viele Sachen auf einmal im Kopf. Also haben wir vorerst genug gehört. Leb wohl. Und jetzt schauen wir kurz auf die Karte und gehen zurück zu Ben. Da müssen wir hier lang. Mal schauen, was wir von dem bekommen werden, dafür, dass wir die Nachricht überbracht haben. Es war nun wirklich keine schwierige Aufgabe, aber er war ziemlich verzweifelt. Und euch beide lassen wir erstmal in Ruhe, weil der Namenlose noch nicht so viele Lebenspunkte hat momentan. So, da sind die ganzen toten Limlims. Erledigt. Hier sind aber jede Menge Schläger unterwegs. So, und hier müsste jetzt irgendwo Bern rumlaufen. Ah, da ist er ja.
Du triffst auf Ben den Sender. Als du dich ihm näherst, blickt er dich mit hoffnungsvoller Miene an. Ist es euch gelungen, Craddock zu finden, werter Herr? Ja, und ich habe ihm deine Botschaft übermittelt, obwohl er nicht allzu glücklich darüber schien. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ben scheint nach dem Ja gar nicht mehr zugehört zu haben. Dann lächelt er und stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Glück gehabt. Vielen Dank, werter Herr. Vielen Dank. Er fasst in sein Gewand und holt eine Handvoll Kupfermünzen hervor, die er zählt und dir dann überreicht. 45 Münzen für die Überbringung einer Botschaft? Das ist ein fairer Preis. Oh, mehr als gerecht. Recht und billig, werter Herr. Mehr als das. Ich kann ohne zu zögern sagen, dass es in den ganzen Siegel keinen besseren Beruf gibt als den eines Senders für das Haus der Sender. Ich werd's mir merken. Leb wohl, Bern. Ja, 45 Münzen für einen ganz kurzen Trip in ein anderes Gebiet. Das ist auf jeden Fall rentabel. So, was haben wir denn hier noch? Jede Menge Staubmenschen, die irgendwas bewachen. Ah, schauen wir mal, ob der andere Eingang auch so bewacht ist. Nö, da gehen wir mal rein. Was ist denn das? In diesem Monument aus Obsidian sind Namen eingemeißelt. Oh, das kennen wir aber doch. Kurz bevor wir in der Leichenhalle aufgewacht sind, haben wir das Ding auch schon mal gesehen. Es muss also wichtig sein. Fragen wir mal ihn hier, was das für ein Ding ist. Du siehst einen Staubmenschen mit einem schiefen Lächeln im Gesicht. Trotz des Lächelns sind seine Augen stumpf wie Stein. Sein rechter Arm ist kürzer als der linke und er hat ihn seitlich angewinkelt, als ob er ein kleines Kind wiegt. Seid gegrüßt? Der Blick des Staubmenschen tastet dich ab. Name. Aus seinem Mund klingt das Wort wie das Hallen einer Glocke. Ich weiß nicht. Kein Name, kann nicht helfen. Der Staubmensch spricht mit einem eigenartigen Singsang. Musst einen Namen nennen, wenn du sehen willst, wo es gestorben ist. Was? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Bekommst einen Namen, wenn du geboren bist. Gibst ihn zurück, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Tote Namen. Sein Blick wandert über die Monolithen und dann über die Mauern der Gegend. Sind viele Namen hier begraben, hat der Tote Namen gesagt. Sag mir einen Namen, ich zeig dir sein Grab. Daher wissen wir, dass er lebt. Dionora. Die ist auf jeden Fall tot. Seine Augen rollen in seinen Schädel zurück und schnellen dann wieder vor. Mit einem wilden Funkeln tasten seine Blicke die Mauern des Denkmals ab und überfliegen den Namen mit unglaublichem Tempo. Dann zeigt er auf eine Stelle auf der Mauer. Begraben. Schauen wir uns den Punkt mal an. Eingemeißelt in den schwarzen Stein steht dort in kleinen, dicht gedrängten Buchstaben der Name, den du suchst. Er geht fast unter in der Masse der anderen Namen. Ich hätte dann noch einen anderen Namen. Genau, wir hatten uns ja einmal für Adan ausgegeben. Nein, wir haben einen toten Adan gesucht, angeblich in der Leichenhalle. Fragen wir mal, ob Adan irgendwo begraben ist. Er schüttelt den Kopf. Ist noch nicht tot, der Name. Ist hier nicht begraben. Ist noch nicht die Zeit. Na gut, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Also hier werden Namen begraben. Ich dachte, das macht Dahl. Er hat ja in seinem Buch all die Namen aufgeschrieben, derer die Leichenhalle kommen. Schon komisch. Wahrscheinlich ist das hier etwas öffentlicher, dass man die Namen betrauern kann oder so ähnlich. Wie sie hier, sie scheint um ihre Schwester zu weinen. Das Gesicht der Frau sieht gezeichnet aus. Sie hat viele Narben davon getragen. Sie sehen aus wie Bisswunden und Kratzspuren. Sie hält einige Lumpenfetzen in ihren Händen und starrt mit leeren Augen auf die Mauer des Monuments. Genauer gesagt auf die dort stehenden Namen. Seid gegrüßt? Sss, verschwinde! Als die Frau den Mund öffnet, wird eine Reihe schwarzer Eckzähne sichtbar. Was willst du von Sith Tai? Was ist denn los? Was los ist? Diese Schaoten haben meinen Karren kaputt gemacht, mich angegriffen und drei meiner Schwestern umgebracht und sie aufhalten wollen. Keine Schwester mehr.
Jetzt sind sie nur noch Namen auf dieser Gedenkmauer. Schauten? Schauten, sagen sie, sie seien ein Bund. In Wahrheit sind sie eine verlauste Bande, die im Stock verrückt spielt und tut, was ihr gefällt. Wir haben ihnen nie etwas getan, dann fallen sie hier wie Hunde über ein her und hauen alles kurz und klein, was ihnen in die Hände fällt. Wer waren diese Chaoten, die dich angegriffen haben? Sie sind eine Bande im Stock. Ein Haufen dreckiger Schweinehunde, die sich selbst die ausgehungerten bellenden Hunde nennen oder einen ähnlich bekloppten Namen haben. Oh, ja, wir wurden ja auch schon von ein paar Leuten angegriffen. Das scheint hier gang und gäbe zu sein. Weißt du, ich hätte nichts dagegen, einige Männer für ein paar Münzen ins Totenbuch zu stecken. Wenn du Kupfermünzen hast, sind wir im Geschäft. Einen Kupferohrring in deinen Geldbeutel, wenn du drei dieser mordenden Schlucker in das Totenbuch steckst. Verstanden? Ich sorge dafür, dass sie ins Totenbuch gesteckt werden. Kannst du mir sagen, wo ich sie finden könnte? Geh durch das Südtor von hier aus auf den Mittelpunkt des Rings zu. Dann gehst du um den Block, bis du an einen Ort kommst, an den Leute im Kreis laufen und den Himmel von Sigil anheulen. Das sind die ausgehungerten Hunde, genau da. Dann suche ich mal nach ihnen. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Komische Banden gibt's hier. Wer bist du? Der Mann vor dir scheint im mittleren Alter und von durchschnittlicher Größe zu sein. Er ist kräftig gebaut und hat einen breiten Stiernacken. Und seine Schultern sind angezogen, als ob eine große Last auf ihn ruht. Mit ungeduldigem Blick starrt er auf den schwarzen Monolithen vor sich. Seid gegrüßt. Der Mann wirft dir einen Blick zu. Es gibt genug Platz. Kein Grund, mich zu bitten, hier wegzugehen. Ehrlich gesagt wollte ich nur wissen, was das für ein Monolith ist. Es ist ein Grabstein für die Ebenen. Er redet verächtlich. Friedhöfe von Namen sind in diesem Stein eingeritzt. Ich hoffe nur, dass mein Name derjenige ist, der diesen Stein in zwei Teile sprengt. Er zeigt auf den Sockel des Monolithen. Quentin. Genau hier, gerade tief genug eingemeißelt, um das Ding zusammenstürzen zu lassen. Ein Grabstein für die Ebenen? Ja, Quentin lächelt gequält. Die Staubis kratzen den Namen ihrer Toten, dieses Denkmal hier. Er zeigt um sich und in die Mauern dieses Ortes. Ich schätze, dass es... Da ist nicht genug Platz, aber egal, sie tun ihr Bestes. Kann kaum die Hälfte der Namen lesen. Was machst du hier? Ich lese die Namen der Neuankömmlinge. Ich schaue nach und finde jeden Tag neue Namen. Ich versuche mich zu erinnern, ob ich sie gekannt habe. Das ist alles. Okay, jeder braucht ein Hobby. Das ist aber ganz schön skurril. Die Staubmenschen halten die Namen aller Gestorbenen auf diesem Monument fest? Ja, sie ritzen sie in diesen Stein und auch in die Mauern dieses Ortes. Quentin klingt verächtlich. Ich weiß nicht, warum sie sich die Mühe machen, die Toten zu zählen. Die Staubis kümmern sich mehr um die Lebenden. Ja, kennst du die trauernden Staubmenschen, die in diesen Ort kommen? Sie betrauern nicht die Toten, verstehst du? Sie betrauern die Lebenden. Du kannst kaum ein paar Worte mit ihnen wechseln, ohne dass sie dich fragen, ob sie für dich irgendeinen armen, lebenden Schlucker betrauern sollen. Okay, wir können jetzt nachfragen, warum sie die Lebenden betrauern, aber das wissen wir ja eigentlich schon. Für sie ist das Leben ja nur ein schwacher Abklatsch. Also das Leben hier ist nur ein schwacher Abklatsch des Lebens, wo sie eigentlich herkommen. Das Wichtige ist es, weiterzukommen, nämlich zum wahren Tod und nicht mehr zu existieren. Aber fragen wir ihn dennoch, warum trauern sie um die Lebenden? Da bin ich überfragt, Schleifer. Er zuckt mit den Schultern. Vielleicht solltest du lieber die da fragen. Für mich verdienen die Toten dreimal so viel Trauer wie irgendein armer Schlucker, der in dieser Hölle lebt. Er neckt in Richtung des Denkmals. Jeder Name dort steht in meinem Buch. Du schreibst die Namen ab? Kannst du mir sagen, wer dieser verrückte Staubmensch da auf der anderen Seite des Monoliths ist? Quentin grinst. Er ist nicht gerade der Klügste in diesem Irrenhaus, oder? Dieser dämliche Tod der Namen.
Quentin wird ironisch. Tod des Verstandes würde besser zu ihm passen. Was macht er hier? Er ist der Hüter des Denkmalbereichs. Er weiß, wo jeder einzelne Name hier steht und kann ihn heraussuchen, wenn du ihn danach fragst. Er ist mit Sicherheit nicht sehr intelligent, aber er hat mir ein paar Mal geholfen. Er zuckt mit den Achseln. Er hat auch die Aufgabe, neue Namen einzuritzen, wenn deren Besitzer das Zeitliche gesegnet hat. Schon mal von jemandem gehört, der zurückgekommen ist, nachdem sein Name hier eingemeißelt wurde? Du meinst, von den Toten auferstanden? Quentin schüttelt den Kopf. Nicht ein einziger Schleifer. Alles, was lebt, muss sterben. So ist das nun mal. Er zuckt mit den Achseln. Trotzdem, wenn ich daran denke, dass die Ebenen nie enden, glaube ich, dass alles möglich ist. Ja, aber irgendwo werden dir noch unsere Namen hier drin stehen. Wir sind ja schon oft genug gestorben. Aber jetzt danach zu suchen, wäre eine Sisyphus-Aufgabe. Na gut, dankeschön. Ah, das ist nur ein Besuch von dem Ganzen. Aber ja, wirklich viele hier anfangen können ich wir nicht. Weg. Wir sollten uns erstmal um diese bellenden Hunde kümmern. Aber vorher speichern wir kurz ab. LP 010.